Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Sophie und heute möchte ich mit dir wieder was mit dem Nicer Dicer Chef zubereiten. Das ist das große Gerät von der Firma Genius. Da hatte ich euch ein Video gezeigt über das 34-teilige Set, als ich das bekommen habe. Könnt ihr euch da gerne mal anschauen. Und zwar machen wir heute eine Käsesuppe. Klar muss man für die Käsesuppe nicht so viel schneiden. Mir geht es aber um den Porree. Ich mag es nicht, wenn der Porree so groß ist und so faserig und das dauert so lange, bis der gekocht ist. Und aus dem Grund möchte ich das gerne in ganz kleine Stückchen, also in diese 11x11 mm schneiden. Früher habe ich das mit dem Nicer Dicer Salatchef gemacht. Das war auch diese große runde Schüssel, die ist mir leider kaputt gegangen und deswegen hatte ich mir das neue große Set geholt. Bin natürlich jetzt begeistert, weil da wieder Aufsätze bei sind, die ich vorher noch nicht hatte. Und ich denke, das wird mit dem dann natürlich auch funktionieren. Das schauen wir uns dann gleich an. In dem Video heute schneiden wir aber nicht nur zusammen. Heute möchte ich auch endlich mal wieder mit euch kochen und ich zeige euch, wie ich die Käsesuppe mache. Falls du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du dies hier gerne tun. Und damit du kein Video verpasst, mach einfach die Glocke an. An Zutaten für die Käsesuppe brauchen wir 3 Stangen Porree. Den habe ich schon gewaschen und vorbereitet. Eine Gemüsezwiebel, 1,5 Kilo gehacktes, 4 Packungen Sahneschmelzkäse, 3 Becher Schmand, Salz, Pfeffer zum Würzen und etwas Brühe. Und beim Essen schönes leckeres Ciabatta. Den Topf habe ich jetzt schon angestellt, weil das ja jetzt schnell geht. Wir wollen die Zwiebel als erstes andünsten. Dafür nehme ich jetzt den Aufsatz. Ich möchte gerne Zwiebelwürfel, deswegen nehme ich diese Hälfte des Aufsatzes mit 6x6 mm. Setze mir die Zwiebel hier drauf und drücke. Zack. Da das jetzt eine große Zwiebel ist, muss man natürlich etwas mehr Kraft aufwenden, aber ich will ja nicht mehr schneiden, deswegen mache ich es so. Das hört sich brutal an, als es ist. Das Gerät kann das auf jeden Fall ab. Damit sind wir mit dem Aufsatz schon durch. Ich stelle mir jetzt immer eine Schüssel mit Wasser hin und lasse das schon einweichen. Dann habe ich es nachher mit dem Saubermachen viel schneller. Ich zeige euch mal die Zwiebelwürfel. Und ich habe keine Tränchen vergossen. Der Topf ist vorgeheizt, das gebe ich schon rein. In der Zeit die Zwiebeln andünsten, schneiden wir eben den Porree. Ich mag es nicht, wenn der groß und faserig ist, deswegen schneide ich mir das mit dem kleinen Aufsatz. Ich lege den Porree einfach drauf und drücke runter. Zack. Also einfach mit einem festen Ruck, einmal so und nochmal. Und nochmal. Ihr braucht keine Sorge haben, das hört sich schlimmer an als es ist. Es ist lauter, weil ich einfach fester drücken muss. Aber das Gerät kann das auf jeden Fall ab. Ihr seht, es geht wirklich schnell. Man hat in der kurzen Zeit viele schöne kleine Stückchen geschnitten. Die Zwiebeln sind gerade angedünstet. Ich gebe jetzt schon mal das Gehackte dazu. Die restlichen Zutaten habe ich mir jetzt hier hingestellt. Das Gehackte brät gerade noch an. Das würze ich jetzt mit Salz und Pfeffer. Da habe ich ja wieder meinen Spender, wo ich mir das mal gemischt habe. Das lassen wir jetzt erstmal richtig anbraten. Jetzt ist es soweit, man hört es schön rutscheln. Jetzt kommt das Porree hinzu. Das mischen wir unter und lassen das kurz mit anbraten. Jetzt kommt 1 Liter Brühe hinzu. Für die Suppe brauchen wir 2 Liter Brühe. Ich nehme schon heißes Wasser. Das Ganze lasse ich jetzt erstmal eine halbe Stunde köcheln mit Deckel. Der Porree ist jetzt schön weich. Ich mag das nicht, wenn der noch so hart ist. Jetzt kommen die 4 Pakete Käse hinzu. Jetzt kommt der Schmand hinzu.
Aber lecker. Sehr lecker. Die Suppe ist jetzt soweit fertig. Ich lasse sie nochmal aufkochen und dann zeige ich sie euch drüben. Tada! Das ist die Käsesuppe. Ich habe versucht, sie ein bisschen hübsch anzurichten, aber eine Käsesuppe sieht nun mal aus, wie sie aussieht. Sie schmeckt aber sehr lecker und ich lasse es mir schmecken. Die Zutaten schreibe ich euch natürlich wie immer unten rein und ich freue mich auf eure Kommentare. Bis bald, eure Sophie.